Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu OpenXCOM. Wir wollen mal uns soweit für den Flug nach Cydonia vorbereiten. Haben wir alles erforscht? Das ist Bauen. Ja, haben wir. Die Manufacturing war noch zu Ende. Dann warten wir noch, bis der Monat zu Ende ist. Dann können wir noch einmal das Psi-Training mitnehmen und schicken dann die Leute, die wir mit auf die Final Mission nehmen wollen, zu unserer Hauptbasis, wo wir quasi unser Aufmarschgelände haben. Da sammeln wir uns erstmal. Soll ich noch irgendwas bauen? Ich denke, wir machen es mit zwei Tanks, also mit einem Launcher-Tank und einem Plasma-Tank. Ansonsten schauen wir erstmal, was der Rest des Monats noch bringt. Nicht, dass es noch groß von Bedeutung wäre. Okay. Knallen wir noch ein paar UFOs ab. Was macht mal der Avenger, damit er da auch hinterherkommt? So. Sehr gut. Retaliation. Gut. Ja. Merkt ihr nicht, dass ihr keine Chance habt? Alien Supply, Theo-Yields. Nein. Avenger. Ist das der Richtige? Ja. Okay. So, noch 4 Tage. Wo sind die denn da ja hin abgehauen? Das ist zuletzt noch ein UFO weggeflogen. Das ist ja äußerst unangenehm. Da bist du. Okay. So, auch weg. International Pacific, bitte sehr. Das auch noch. Verwundete haben wir keine mehr, darauf müssen wir nicht mehr warten. Waffen haben wir auch alles, ist eigentlich alles wunderbar. International North America, ich könnte es sehen. Hier. Ja, das ist jetzt unfair gegenüber den Aliens, das gebe ich zu, aber das, ne? Das ist halt kurz vor Ende, da geht das halt nicht anders. Supply Ship Floater, ja, wie schön. Wo willst du hin? Da willst du hin. Da fangen wir dich mal ab. Hier. Gibt noch gehörig Punkte. Aber die sind ja auch schon lange nicht mehr erheblich. Oder relevant, sagen wir es so. Ist jetzt langsamer Schicht hier.
30, ja. Jetzt wohin, dahin. Du weißt doch, wo er ist, nur sei doch nicht so doof. Alien Supply, Floater. Meine Güte. Die sind aber, ich meine, sie haben ihren Zeitplan und den arbeiten sie ab. Also das, ne, komme, was da wolle. Aber ich meine, es ist auch ein bisschen schön, dass wir diese Überlegenheit uns mal so selbst zeigen können. Sehr schön. 13.000, ja. Okay, das ist dann nochmal, ich würde sagen, das ist eine Urlaubsgratifikation für unsere Soldaten. Also zumindest für die Soldaten, die zu Hause bleiben. Für die Soldaten, die zum Einsatz gehen, wird es keine Urlaubsgratifikation geben. Vielleicht für die Hinterbliebenen. Aber es ist... The Council of Funding Nations is very pleased. Ach nee, und ja, alles ist toll. Und hier haben wir Psionic Training. Gucken wir nochmal, hat sich noch ein bisschen was getan, ja... Warum seid ihr nicht in Training? Weil ihr im Training seid. Ah. Moment, das ist trotzdem mehr geworden? Wird? Okay. Naja gut, die paar Punkte machen es eh nicht mehr fett. Okay. Wie auch immer, ob wir da nun ein paar Monate verschlafen haben beim Psi-Training oder nicht, ist egal. Da kommt es, ob wir nur 65 haben oder 70 oder so, ist eigentlich egal. Umgedreht werden wir eh. Also, wir machen uns jetzt mal bereit. Neuer Monat, neues Glück. Wir suchen uns erstmal aus, wen wir mitnehmen. Also. Ich hatte mir schon mal überlegt, also wir nehmen erstmal schon mal alle Abonnenten mit. Upsala. Können wir das nicht? Nee, machen wir anders. Craft. Cool. Also, wir nehmen dich schon mal mit. Dich schon mal mit, dich schon mal mit, dich schon mal mit, dich schon mal mit. Dich überlegen wir noch, dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit, dich überlegen wir noch, dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit. Die, die wir nicht mitnehmen, packen wir in den Avenger. So, das sind wie viele? 11. Okay, hier haben wir 11. Also dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit. Euch noch nicht. Dich nehmen wir mit, 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 dich nehmen wir mit. So. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, da können wir nicht alle mitnehmen. Das ist gut. Unglücklich, weil wir zwei Tanks dabei haben wollen, aber wir haben ja auch so den einen oder anderen, den wir auch nicht unbedingt dabei haben wollen, so was seine mentale Stabilität angeht, deswegen ist das vielleicht gar nicht schlecht. Die, ich nehme mal raus. Okay, der Avenger 6 wird also der Avenger sein, mit dem wir dann losfliegen. Okay. Dann werden wir jetzt Transfer nach Hauptquartier. Also, wir nehmen dich, 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 dich. Also, mal gucken, was wir noch an Ausrüstung nachkaufen müssen. Das wird nicht allzu viel sein, aber...
Alles reicht. Alle Blaster Launcher mit. Small Launcher brauchen wir nicht mehr. Alien Grenades haben wir auch genug. Illyrium brauchen wir auch nicht mehr. Ganzen Stuss brauchen wir auch nicht. Transfer. Okay. Das kommt dann hier an. Hier sind auch unsere Rüstungsteile. Sehr gut. Da können wir schon mal. Die Soldaten, die noch. Ihr seid schon alle ausgerüstet. Gut. Dann wollen wir mal gucken, wie viel Platz wir noch über haben, wenn wir hier unsere beiden. Unsere beiden Tanks reinstellen. 1, 2. So, jetzt haben wir noch 10 Plätze über. Und ich glaube, wir hatten 11 oder 12 Soldaten, die wir mitnehmen wollten, richtig? Schauen wir mal. Jetzt nicht. Ja, ja. Also, das machst du. Und wo war das andere Ding? Okay. Nett, nur geh weg. So. Okay, ganze Kram ist da. Dann wollen wir mal schauen. Also. Equipcraft. Cool. Oh, es passt! Richtig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir nicht erzählt. Das ist ja ganz hervorragend. Kann man das irgendwie sorten bei. Was ist am besten Rank? Und zwar in die andere Richtung. Geht das nicht? Time Units? Nee, das. Okay, das könnten so. Das ist noch eine Verbesserung, wenn man es auch noch in die andere, also von oben nach unten sortieren könnte. Und nicht nur. Also nicht nur aufsteigend, sondern auch absteigend. Weil das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Was haben denn unsere Leute am schlechtesten? Nee, eigentlich nichts. Okay. Also dann würde ich einfach sagen, schicken wir die anderen einfach mal weg, die hier über sind. Dann ist das hier auch nicht so kompliziert. Aber vorher gucken wir noch, ob wir für alle genug Ausrüstung haben. Flying Suit. Flying Suit. Flying Suit. Flying Suit. Flying Suit. Sieht so aus. Okay. Mir ist eine Sache eingefallen, die wir noch bauen können. Und die dürfte relativ schnell gehen, aber da will ich ganz gern zwei zusätzliche von haben. Wo ist das denn? Da, Siemp. Brauchen noch 4. Das müsste ja relativ schnell gehen. Geld spielt keine Rolle mehr. Ein Tag, ja. Okay, jetzt Transfer nach Westen. Euch alle hier. Gucken, dass hier nie aus Versehen ein Abonnent dabei ist. Nup, nup, nup. Okay.
So ist das jetzt. Jetzt ist das schön übersichtlich, genau. Alle Flying Suits. Und so, jetzt können wir uns mal überlegen, wie wir die Crew wieder aufstellen. Wir hatten ganz gute Erfahrungen gemacht mit Talasu ganz vorne. Neben ihm Bintas. Nee, Zuran. Ich wollte gerade sagen, wir hatten noch einen Colonel vorne. So. Du bist aber auch ein Scout. Du kannst da auch bleiben. Du gehst weiter nach hinten. Du gehst auch weiter nach hinten. Weiter nach hinten. Auch weiter nach hinten. So. Erstmal die ganzen Scouts nach vorne bringen. Und dann werde ich, aber das werde ich glaube ich offscreen machen, das dauert sonst zu lange mir. Aber das können wir in jedem Fall nochmal machen, das wird die Basis für meine Entscheidung sein, die ich dann offscreen treffe. Nämlich wer welche Ausrüstung kriegt, das wird von den Werten abhängen, die können wir uns unsere Leute nochmal angucken. Also, Zuran, kannst ganz gut schießen. Okay, du bist unbedenklich, psi-mäßig. Das heißt, für alles einsatzfähig. Dir könnten wir auch einen Blaster-Launcher geben. Wir werden eine Menge Blaster-Launcher mitnehmen. Du bist auch unbedenklich. Du bist problematisch. Die kennzeichne ich anders. Ich kennzeichne die, die problematisch sind. Das ist besser. Du bist problematisch. 81 sollte eigentlich nicht problematisch sein. 83 eigentlich auch nicht. 100 in jedem Fall nicht. 80 auch nicht, 86 nicht, 86 nicht, 87 nicht, 81 nicht, 95 nicht, 64. Okay. Unser Commander ist ein Problem. Das ist nicht gut. Okay, 72 ist leider auch ein Problem. Okay, hier kommen wir zu den weniger guten. Okay. Also, wir haben Probleme. Einmal... Passt das hier nicht mehr drauf? Nee, du weißt das nicht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unsichere Kantonisten. Unter anderem El Comandante. Okay. Also euch geben wir schon mal nichts, was. Also nichts mit großem Bums. Die Blaster Launcher verteilen wir also unter den anderen. Okay. Und wir haben. Wie viel... Also erstmal das Equipment mitnehmen, was wir in jedem Fall mitnehmen können. Wir werden... Es werden vier oder fünf Sector Pods im zweiten Teil der Mission auftauchen. Dafür extra Laser Rifle mitzunehmen. Laser... Naja, wir haben ja jetzt den Platz. Glücklicherweise gibt es ja dieses 80 Item Limit nicht mehr. Können wir drin lassen, aber wahrscheinlich ist es nicht unbedingt sinnvoll. Wie viele Leute haben wir denn? 18 Soldiers und brauchen wir 18 Granaten, haben nur 16. Okay, geht schon mal los. Purchase.
So, dann haben wir Smoke Grenades, haben wir 36. Proximity Grenades 36. Medkits. Wir haben nicht genug Medkits? Echt nicht? Habe ich die nicht rübergeholt? Moment, wo sind denn unsere ganzen Medkits hin? Sind hier, liegen hier noch Medkits rum? Ah, hier ist noch das. Ah, hier ist noch das ganze Equipment, okay. Nee, alles zurück. Okay, dann müssen wir das nochmal transferieren. Das war dumm. Das war ja noch in der Basis. Quatsch, nicht in der Basis, im Avenger. Also, wir packen rüber die hier, die wir jetzt nicht mehr brauchen, aber ist egal. Heavy Laser kommen auch noch mit. Smoke Grenades kommen mit. Kommen mit. Kommt mit. Kommt mit. Brauchen wir nicht. Kommt mit. Haben wir genug? Haben wir genug? Blaster Launcher haben wir die auch genug. Alien Grenades haben wir auch genug. Okay, Transfer. Okay. Falsche Basis. So, wir nehmen den Kram mit. 18, da fehlen auch noch zwei, ist egal. Medkits haben wir dann genug. PsyMs haben wir 5. Ah, da bauen wir noch welche. Okay, genau. Nehmen wir auch ein paar mit, die brauchen wir nicht. Electroflares brauchen wir eine ganze Menge. Heavy Plasma brauchen wir 18. Zweimal nachladen muss reichen. Mehr nehme ich nie mit. Meine, es ist zwar eine zweigeteilte Mission, aber Blaster Launcher. Also, kümmern wir uns gleich drum. Stun Launcher brauchen wir nicht mehr. Alien Grenades nehmen wir aus 36 mit. Also ich bin total baff von diesen Größenordnungen, von den Items, die wir mitnehmen. Weil, bis es Open XCOM gab und ich weiß nicht, ob XCOM Util da schon Verbesserungen gemacht hat, aber in jedem Fall im Vanilla-Game, das ich ja lang genug gespielt habe, gab es ja das bekannte 80-Item-Limit. Und da musste man schon sehr, sehr genau sich überlegen, was man mitnimmt. Also ich habe auf die letzte Mission nie Smoke Grenades und Proximity Grenades mitgenommen und also zumindest keine Proximity Grenades und keine normalen Granaten und Alien Grenades. Das ist also reiner Luxus, den wir dank der neueren Game Engine jetzt haben. Da muss man sonst sehr aufpassen. Deswegen habe ich auch immer mit zwei Tanks gespielt in der letzten Mission, weil ich für die ganzen Soldaten, die ich sonst hätte mitnehmen können, bis zu 26, gar nicht genug Ausrüstung hätte mitnehmen können. Aber gut, okay. Ja, die Psyms sind noch gebaut. Blaster Launcher. Dann wollen wir mal gucken, wie viele Soldaten wir damit bei wie vielen Soldaten wir uns sicher sein können, dass die mit deren Blaster Launcher umgehen können. Zumindest theoretisch. Du solltest aber nicht, du bist definitiv unser Vorab-Scout. Das gleiche gilt für dich. Du bist ein Problem. Ah, dann haben wir doch 7. Okay. Okay, dann machen wir eine Strichliste. Ein. Zwei. Definitiv du.
weil deine Stärke grenzwertig ist. Du wirst wahrscheinlich nicht stark genug sein. 4. Du wirst auch nicht stark genug sein. 6. Vielleicht 7. Ja, mehr als 8 nehme ich nie mit. Okay, sagen wir, ich nehme 8 mit. Haben wir noch einen in Reserve. Platz spielt ja keine Rolle, aber trotzdem kann man sich das ja überlegen. Also wir nehmen mit 8 Blaster Launcher. Das ist so unglaublich. Also überleg mal, ne? Das sind hier schon, ich weiß nicht wie viele, ich meine das hier sind schon 80. Also und ich meine, ich bin versucht es mit 80 Items zu probieren. Okay, das Video wird auch, wir werden auch, glaube ich, mit der Mission heute nicht mehr anfangen. Es ist schon fast eine halbe Stunde. Folgender Vorschlag. Für die von euch, die dem Let's Play immer noch zugucken, gebt doch mal eure Meinung ab in den Kommentaren, ob wir mit dem 80-Item-Limit spielen sollen. Also ob ich mich auf 80 Items beschränken soll oder nicht. Die Beschränkung auf 80 Item, auf 80 Items ist ja durch die neue Game Engine nicht mehr nötig, so wie es früher der Fall war. Es ist allerdings eine definitiv interessante Herausforderung, wie ihr seht. Also ich würde vorschlagen, gebt einfach einen Kommentar ab. Sollen wir unsere Ausrüstung im Avenger auf 80 Items beschränken? Ja oder nein? Ja. Okay, das war's, würde ich sagen. Dann hoffe ich, es kommentieren ein paar Leute. Und ich werde dann noch den Leuten schon mal die Ausrüstung zuweisen. Das kann man ja schon vorab, glaube ich. Und dass wir dann beim nächsten Mal gleich mit dem Flug nach Cydonia starten können. Und werde dann vorher nochmal abwarten, was ihr für, wie euer Kommentar lautet. Also 80 Items oder nicht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder, wenn es nach Cydonia geht. Also, bis dahin. Tschüss.